Hello, I just wanted to show you this interesting news clip from the German TV channel NDR. And I would like to remind you that the Turkish organization DTIP has a network of 900 Turkish mosques, which has organized the posting of 970 Turkish-trained imams to Germany. These mosques are also alleged to have a disturbing level of control over Islamic education in German schools. Da staunt man doch. Der türkische Ministerpräsident Yildirim wirbt am vergangenen Samstag in Oberhausen für Erdogans Politik, für seine Strategie, noch mehr Macht zu bekommen. Türkischer Wahlkampf mitten unter uns. Eine Parallelwelt. Okay, mag man sagen, vielleicht eine Ausnahme. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben uns mal hinter die Kulissen der türkisch-islamischen Union DTIP begeben. DTIP vertritt nach eigenen Angaben die Mehrheit der Muslime in Deutschland. Und dort haben wir Verstörendes erlebt. Was hier geboten wird, ist hoch umstritten. Das Publikum wird auf den Kampf für die Türkei eingeschworen. Mitten in Deutschland. Die Theateraufführung gilt als nationalistisch und kriegslüstern. Diese Aufnahmen zeigen warum. Darsteller als türkische Soldaten in voller Kampfmontur. Der Veranstaltungsort? Ein Saal der türkisch-islamischen Union, DTIP. Der islamische Verband DTIP soll auch die Integration von Muslimen in Deutschland regeln. Doch was hier geschieht, ist das Gegenteil. Propaganda gegen westliche Demokratien. Die werden dargestellt durch diese drei fiesen Typen. Der IS war sehr nützlich für uns. Wir haben ihn gegründet. Wenn wir die letzte islamische Festung, die Türkei, zerschlagen, dann werden wir es leichter haben. Der Westen hat in diesem kruden Weltbild die Terrororganisation IS gegründet. Und auch der Putschversuch gegen Erdogan soll das Werk des Westens sein. Wir zeigen unsere Aufnahmen dem Religionswissenschaftler Friedmann Eisler. Der hat sich mit der Rolle von DTIP in Deutschland beschäftigt. Das ist türkische Politik in Deutschland. Meines Erachtens ist das programmatisch gegen die Integration ausgerichtet, was an Strukturen bei DTIP da ist. Und es kommen hinzu eben verschärft auch extremistische Inhalte und problematische Inhalte, die nicht nur in einzelnen Moscheen, sondern an vielen Stellen in DTIP-Moscheen zu finden sind. DTIP hat es dennoch auch im Norden zum offiziellen Ansprechpartner gebracht. Bremen und Hamburg haben Verträge mit dem Verband geschlossen für die Integration von Muslimen. Hamburgs erster Bürgermeister hat erst kürzlich den Vertrag noch einmal verteidigt. Die Verträge sind, das habe ich auch schon 2012 gesagt, der Beginn einer Kooperation und nicht ihr Ende. Sie sind eine Vereinbarung zur gemeinsamen Problemlösung. DTIP zeigt sich nach außen gern als seriöser und vor allem demokratischer Ansprechpartner. In den Grundsätzen heißt es, man bekenne sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sei eine überparteiliche Organisation. Man lege Wert auf Toleranz und Solidarität der Menschen untereinander. DTIP-Funktionäre haben da offenbar ganz andere Vorstellungen. So lässt der Vereinsvorsitzende dieser DTIP-Moschee in Hamburg-Wilhelmsburg keinen Zweifel daran aufkommen, dass er die Demokratie verachtet. Auf seiner Facebook-Seite postete er ein Foto eines Imams mit einem türkischen Zitat. Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran. Nachdem unsere Interviewanfragen nicht beantwortet wurden, wollen wir vor Ort nachfragen, wie es um das Demokratieverständnis bei DTIP steht. Der Vorsitzende ist nicht begeistert, aber er will mit uns sprechen. Das haben Sie geschrieben. Demokratie ist für uns nicht bindend. Uns bindet Allahs Buch, der Koran. Aber die Demokratie ist für DTIP bindend. Sie sind DTIP-Funktionär. Ja, aber die Demokratie ist ja in islamisch auch gesehen. Das ist ja in islamisch auch gesehen. Aber nach dem Gebet bleiben Sie hier und dann sprechen wir. Ja.
Wir warten gern. Schließlich haben wir noch weitere interessante Dinge auf der Facebook-Seite des DTIP-Funktionärs entdeckt. Mit diesem Zitat drückt er seine Haltung zur Religionsfreiheit aus. Ich spucke auf das Gesicht der Türken und Kurden, die nicht islamisch leben. Was für einen Wert haben sie schon, wenn sie keine Muslime sind? Nach dem Gebet geht es weiter. Wie machen wir das jetzt? Glauben Sie, dass solche Einträge, ich nenne das mal Hassparolen, dazu beitragen, dass Muslime integriert werden in unsere Gesellschaft? Wir müssen miteinander kooperieren. Wir müssen zusammenleben. Und das andere ist unnötig. Ich poste ja nicht so viel. Ich poste ja nicht andauernd immer solche Sachen. In Emotionen, ich bin auch eine, am Endeffekt, wenn ich arbeite oder was weiß ich, dann bin ich ja, wenn man in Medien sieht, was in letzter Zeit so passiert, dann ein bisschen emotional, ist ja normal. Also würden Sie sagen, Sie haben hier was geschrieben, was Sie gar nicht so meinen? Ja, so ungefähr, kann sein. Ich rede manchmal, was weiß ich. Alles also nur ein Versehen? Wir finden noch mehr. Bilder von einer Pilgerreise, organisiert von DTIP, norddeutsche Jugendliche in Mekka. Einer der Teilnehmer postet anschließend ein Video. Was darin gerufen wird, klingt wie ein Aufruf zum Krieg gegen die Feinde der Türkei. Die Parole? Verdamme und vernichte sie. Dann werden das Vaterland und die Fahne beschworen und Allah um Hilfe im Kampf angerufen. Allah, gib unserer Polizei, unseren Soldaten und den Söhnen des Vaterlands deine Hilfe. Der junge Pilger von DTIP feiert auf seinem Facebook-Profil Erdogan als islamischen Eroberer. Und dann postet er: Mein Führer, gib uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Das ist eine Pilgerreise, die DTIP Nord organisiert hat. Da gibt es ein Video. Das findet sich auf der Seite von Herrn, ja, den Sie sicher kennen. Ja. Und Herr schreibt dann eben auch: Mein Führer, gib uns den Befehl und wir zerschlagen Deutschland. Also ich meine, das ist jemand, der schreibt im Internet. Zerschlagen Deutschland? Wir zerschlagen Deutschland. Ja. Das sind absurde Sachen. Es geht ja immer darum, was wird nach außen vertreten und was kriegt man dann mit einmal mit, wenn man diese Dinge übersetzt. Und die machen natürlich skeptisch. Ich möchte Ihnen eins sagen. Das sind Jugendliche, die vielleicht ein bisschen emotional vielleicht was gesagt oder geschrieben haben. Ganz aber klar. Die Tatsachen sind immer wichtig und da passen wir schon auf. In der Hamburger Bürgerschaft ist DTIP längst ein Streitthema. Die CDU verschärft nun den Ton. Dialog darf es nur auf der Basis unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung geben. Wer solche Dinge äußert, der hat den Boden der Verfassung verlassen. Und da ist Dialog auch der falsche Weg. Da brauchen wir klare Ansagen. Und das bedeutet ein Stopp, ein Aussetzen dieser Verträge. Dieses Wegschauen und diese falsch verstandene Toleranz, das ist der falsche Weg. Das hat uns die Vergangenheit gelehrt. Ja, diese Debatte wird garantiert weitergehen. Wir haben übrigens mehrfach die DTIP-Zentrale um eine Stellungnahme gebeten. Es kam aber keine Antwort. Wir sind eins. ARD.